In einer Woche ist es endlich soweit, das Disneyland Paris wird 30 Jahre alt und meine Erinnerungen möchte ich heute mit euch teilen nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Ich habe es ja gerade schon gesagt, in einer Woche am 12. April ist es endlich soweit, das Disneyland Paris wird 30 Jahre alt. Am 12. April 1992 haben sich die Tore zu diesem magischen Königreich in der Nähe von Paris geöffnet und seitdem ja, ist es um mich geschehen und um euch ja eigentlich auch. Deswegen sind wir ja hier alle auf diesem Kanal und haben jede Woche Spaß mit diesen ganzen tollen Disney-Themen, nicht nur hier bei YouTube, sondern auch bei Instagram. Ja. Ich bin mittlerweile schon 30 Jahre mit dabei und das ist einfach nur mega krass, denn nicht nur das Disneyland Paris ist 30 Jahre älter geworden, sondern ich ja auch, werde in diesem Jahr 41 Jahre alt und kann mich tatsächlich noch wirklich an jeden Schritt erinnern, den ich so mit dem Disneyland Paris zusammengegangen bin. Ich war vor 2 Wochen zu Gast bei Shari und bei Franzi im Sei hier Gast Podcast und da haben wir ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das Disneyland Paris so entwickelt hat in den letzten 30 Jahren und auch an die Erinnerungen, die wir daran haben, als es dann damals praktisch announced wurde, als angekündigt wurde, okay, es gibt ein magisches Königreich auch hier bei uns in Europa. Ja, viele von euch sind sicher noch zu jung, um sich darüber oder Gedanken zu machen oder sich daran zu erinnern. So, das wären die richtigen Worte dazu. Und ja, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, habe dazu, das habe ich ja schon öfters mal gesagt, auch mal ein Video hier hochgeladen, wo mein erster Besuch im Juni 1992 dann genau dokumentiert ist. Da könnt ihr mir dann nochmal auf Schritt und Tritt folgen. Das sind so ein paar private Aufnahmen. Verlinke ich euch jetzt auch hier oben. Diesmal mache ich es auch. Letztes Mal habe ich Ärger bekommen von der Simone, weil da habe ich gesagt, hier, ich verlinke euch da oben was und habe es dann nicht gemacht. Diesmal denke ich dran, Simone, und ich habe dran gedacht, also oben aufs i klicken, um zum Video zu kommen. Ist, glaube ich, jetzt in der Zeit gibt es nichts Passenderes, als diese Erinnerungen mit euch zu teilen. Ja, damals war das natürlich alles noch ganz, ganz anders, denn heute ist alles sehr, sehr digital. Wenn irgendetwas angekündigt wird, dann wissen wir immer direkt Bescheid, denn im Internet verteilt sich ja alles dann sofort. Also sollte ein Mülleimer umgeändert werden, sollte er einen neuen Anstrich bekommen, sollte er umgestellt werden, dann erfahren wir darüber direkt dann meistens schon bei Twitter und bei Facebook und bei Instagram. Es werden YouTube-Videos gedreht. Also wir sind immer up-to-date bei dem, was alles so im Disneyland passiert. Das war damals natürlich anders. Man musste sich auf Zeitungsberichte verlassen können, auf Nachrichten, die man vielleicht gesehen hat, oder auf das, was einem so erzählt wurde. Und ja, vor über 30 Jahren, als dann rauskam, okay, Disneyland kommt nach Deutschland, nicht nach Deutschland, nach Frankreich, und Deutschland wäre auch schön gewesen, Euro Disneyland, ja, woran habe ich das erfahren? Es gab eigentlich nur für mich 2 Möglichkeiten. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch sehr, sehr jung, bin 1981 geboren, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Und es gab für mich eine verlässliche Quelle, auf die ich mich immer verlassen konnte. Und das war, jetzt muss ich hier in die Hand nehmen, das Mickey Mouse Magazin. Und das hier ist tatsächlich noch ein Original Mickey Mouse Magazin aus dem Jahr 1992. Und zwar ist das die Ausgabe vom 2.4.1992. Und das ist heute genau ein Jahr. Es ist heute genau 30 Jahre her. Also bitte entschuldigt, ich bin so ein bisschen durch den Wind heute. Ich habe so schlecht geschlafen irgendwie heute Nacht, aber mir war es einfach wichtig, dieses Video heute für euch zu drehen. Von daher nehme ich mich jetzt zusammen. Ja, das war das Mickey Mouse Magazin und da waren immer alle möglichen Infos drin, wenn es ums Thema Disneyland oder Euro Disney ging. Hier war dann tatsächlich hier vorne noch so ein extra Heftchen mit dabei. Alles über das neue Euro Disneyland. Ihr könnt es schon sehen. Und da sind tatsächlich, ach, schaut mal, hier ist auch noch ein bisschen Werbung. Solche Sachen habe ich tatsächlich damals auch gekauft. Das war Suppe, extra mit Disney-Figuren. Gibt es heute, glaube ich, auch nicht mehr. Wir haben hier einen Plan von der Main Street USA. Ganz cool. Hier auch noch Ausschnitte von der Main Street Electrical Parade, die es ja leider auch nicht mehr gibt. Die würde ich mir auch nochmal zurückwünschen. Die Parade bei Tag, Horse-Drawn Streetcar, Ice Cream Company, Walt's and American Restaurant. Kennen wir ja alle schon. Den Storybook Store hieß damals auch alles schon ganz genauso. Wir haben hier natürlich dann Ausschnitte aus dem Frontierland. Also das war einfach dann schon mal so ein kleiner Ratgeber, sage ich jetzt mal, aus dem Mickey Mouse Magazin, wo man sich so ein bisschen informieren konnte
über das Euro Disneyland. Und genau hier, auch schaut mal, sogar mit Poster, wie damals so in der Bravo. Ich versuch's mal, kann man das irgendwie so zeigen hier. Und es gab Sammelkarten auch dazu. Da haben wir eine Sammelkarte von der Main Street USA. Also es ist schon immer sehr, sehr spektakulär, diese Heftchen jetzt hier nach all den Jahren nochmal in der Hand zu haben. Es ist tatsächlich nicht ein Original von 1992 von mir. Also es ist schon ein Original von 92, aber es ist nicht von mir. Ich habe das irgendwann in den letzten Jahren bei eBay dann mal gesehen und musste es mir dann ersteigern, weil es einfach ein, ja, ganz, ganz tolle Erinnerung ist. Und was sehr, sehr lustig ist, hier seht ihr auch noch so ein bisschen Merchandise, das es damals gab. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Hier seht ihr das da. Und ja, wir haben hier noch das Discoveryland und es gab auch noch ein Gewinnspiel. Da konntet ihr gewinnen und zwar eine Reise ins Euro Disneyland. Und ja, nee, es waren sogar 20 Reisen ins Euro Disney Resort für die ganze Familie. Und der Einsendeschluss war, na, können wir da vielleicht noch mitmachen, der 8. April 1992. Also nee, können wir nicht mehr mitmachen. Ja, also total cool, sei dabei im Euro Disneyland, das weiß ich auch noch. Da konntet ihr anrufen und dann habt ihr Szenen aus dem Phantom Manor gehört. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das war eine Nummer aus Frankfurt, 069-19704. Richtig, richtig cool und damals total verfallen. War natürlich nicht so gern gesehen von meinen Eltern, wenn ich solche Nummern angerufen habe. Aber jo, auf jeden Fall eine mega coole Erinnerung. Und das war praktisch mein Nachrichtenmagazin, denn hieraus habe ich meine Infos bekommen. Aber nicht nur das Mickey Mouse Magazin war eine verlässliche Quelle für mich, sondern auch der Disney Club auf der ARD mit Antje, Stefan und Ralf. Antje Pieper, Stefan Bauer und, nee, Ralf Bauer heißt er. Stefan, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, immer noch beim MDR irgendwie tätig. Also die, alle drei gibt es tatsächlich noch. Ralf Bauer kenne ich ja als Schauspieler. Antje Pieper ist mittlerweile, glaube ich, Journalistin. Die seht ihr manchmal sogar in der Tagesschau. Und, ja, was mit dem anderen ist, mit dem Stefan, keine Ahnung. Ist aber auch irgendwie Moderator auf irgendeinem Regionalsender von den dritten Programmen. Auf jeden Fall, der Disney Club, das war ja auch so eine ganz, ganz tolle Sendung, die immer samstags um 16 Uhr, glaube ich, kam. Jeden Samstag. Und da wurden dann Cartoons gezeigt. Ihr kennt sie alle. Chip und Chap wurde gezeigt. Wir haben Darkwing Duck gehabt. Wir hatten Captain Baloo. Es gab noch andere so Realserien, die zwischendurch mal kamen. Also es war auf jeden Fall immer so ein bunter Mix. Auch so ein bisschen Show, weil es war auch Studiopublikum da. Es waren Kinder eingeladen. Und es gab dann die Cartoons zu sehen. Und zwischendrin waren dann auch immer solche Szenen, wo man dann gesehen hat, okay, die Moderatoren haben aus dem Euro Disney berichtet. Da findet ihr tatsächlich auch noch Material, wenn ihr mal bei YouTube sucht und gibt da mal einen Euro Disney Disney Club. Da findet ihr auch noch Szenen, wie dann die Moderatoren im Euro Disney unterwegs sind. Auch in der Zeit, wo die Bauphase war oder auch es gab ja eine extra Ankündigung oder eine extra Enthüllung des Schlosses, wo die dann dort waren. Also da gibt es schon ganz, ganz coole Videos darüber zu sehen. Und auch da habe ich natürlich dann in den oder Ende der 80er, Anfang der 90er sehr, sehr viele Informationen bekommen, weil das ging ja dann schon los. Also Euro Disney hat ja 1992 eröffnet und aber schon 91 und 1990 oder so habe ich natürlich dann schon alle Informationen aufgesaugt, die ich dann auch so bekommen konnte. Und das war schon immer sehr, sehr cool. Und da, wie gesagt, das Mickey Mouse Heft und der Disney Club. Und es gab auch noch eine dritte Möglichkeit, die auch ab und zu davon berichtet hat. Und das war die Disney Filmparade. Die kennt ihr sicher ja auch noch. Und die Disney Filmparade ist ja auch irgendwie so ein Franchise irgendwie geworden, was auf verschiedenen Fernsehsendern dann mal gezeigt wurde. Ist damals auf RTL gelaufen mit Thomas Gottschalk. Das ist für mich die richtige Disney-Filmparade. Dann wurde sie irgendwann, glaube ich, mal von Blümchen übernommen in den 90ern, Mitte, Ende der 90er. Und dann ist sie dann, glaube ich, auch nach ProSieben gekommen mit Steven Gätchen, was mir auch noch immer sehr gut gefallen hat, was Steven Gätchen auch sehr, sehr viel aus dem Disney in Paris berichtet hat bei der Disney-Filmparade. Und ich glaube, sie war auch mal noch bei Sat.1, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also wenn ihr da genau was wisst, schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall gab es dann auch immer sehr, sehr viele Szenen mit Thomas Gottschalk dort zu sehen, weil Thomas Gottschalk war ja irgendwie auch so eine Art Markenbotschafter für Disney in Deutschland. Nicht nur die Goldbären, die wir alle kennen, hat er da promotet, sondern auch Disney. Und da hat er auch sehr viel gezeigt. Ja, jetzt wusste ich, dass Disneyland nach Europa kommt, aber ich war 11 Jahre oder 10 Jahre alt, aber hatte ja natürlich noch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre dahin. Musste natürlich meine Eltern davon überzeugen, dass wir doch da
hinfahren müssen und das so schnell wie möglich. Ja, das war natürlich so ein bisschen Arbeit. Meine Eltern waren eigentlich auch, oder meine Mutter vielmehr, war auch eigentlich immer ein Disney-Fan, hat sich auch immer alle möglichen Disney-Filme mit uns angeschaut, ist auch immer regelmäßig mit uns Kino gegangen, sich als Ariel ins Kino kam, damals mein erster Kinofilm, Bernhard und Bianca. Was ist eigentlich euer erster Kinofilm gewesen? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was euer erster Disney-Kinofilm gewesen ist? Bei mir war es tatsächlich Mitte der 80er, Bernhard und Bianca. Also meine Mutter war da schon recht leicht von zu überzeugen und mein Vater ist da eigentlich auch ziemlich cool immer gewesen und hat natürlich das dann auch gemacht, wofür die Familie so abgestimmt hat. Und es ging dann irgendwann los, Ende der, ich glaube, das war irgendwann 91, Mitten 91, dass regelmäßig auch Fernsehwerbung im Fernsehen zu sehen war von Euro Disney. Da wurden so Szenen aus Disney World gezeigt, die wurden zusammengeschnitten und dann auch hier das magische Königreich kommt nach Europa. Einige kennen das von euch sicher auch noch, diese Werbung findet ihr auch mit Sicherheit noch bei YouTube, wenn ihr danach sucht. Und da wurde dann auch immer so eine schöne Telefonnummer eingeblendet, das weiß ich auch noch. Ich glaube, das war auch eine 0130-Nummer, die damals immer kostenlos waren. Und ja, da war es natürlich dann für mich immer der Traum, bitte, Eltern, ruft endlich dort an und bucht unseren Aufenthalt im Euro Disneyland. Und es war dann tatsächlich dann irgendwann so, im Herbst, Winter 1991, dass meine Eltern bei den besten Freunden zu Gast waren, zum Spieleabend, wie das dann so oft so Ende der oder Anfang der 90er war. Die haben einen Spieleabend gemacht und zu Hause waren meine Schwester und ich. Meine Schwester ist 6 Jahre jünger als ich, ist 1987 geboren. Und die Babysitterin hat auf uns aufgepasst und ich weiß noch ganz genau, dass wir dann irgendwann ins Bett gegangen sind. Es war, wie gesagt, irgendein Samstag. Sonntags morgens aufgestanden sind und meine Mutter direkt zu mir morgens kam und hat gesagt, wir haben gestern Euro Disney gebucht. Ja, wie hat sich das Ganze ergeben? Die waren, wie gesagt, bei diesen Freunden zum Spieleabend eingeladen und hatten nebenbei wohl den Fernseher laufen und da lief dann auch wieder diese tolle Fernsehwerbung. Ich habe sie immer noch total im Ohr und wenn ich daran denke, kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, ganz ehrlich, weil das so ein besonderer Moment war für mich. Und sie haben diese Werbung gesehen und haben dann tatsächlich an dem Abend direkt diese Hotline angerufen und haben dann diesen Aufenthalt gebucht. Nicht nur meine Eltern, meine Schwester und ich, sondern auch die besten Freunde von meinen Eltern. Also die waren Kinder oder sind immer noch kinderlos und haben sich dann einfach angeschlossen. Und es war dann sicher, dass wir nach Euro Disney fahren und zwar über den Geburtstag von meiner Mutter, die im Juni Geburtstag hat, also Anfang Juni, am 7. Juni hat meine Mutter Geburtstag. Und wir wissen ja, im April hat Disneyland aufgemacht. Tja, ab dem Zeitpunkt war es natürlich dann um mich geschehen. Ich habe jeden Tag in den Briefkasten geschaut, dass die Buchungsbestätigung kam. Ich weiß noch genau, das war so eine komische Mappe, die dann irgendwann zugeschickt wurde, wo dann genau drin stand, da waren auch schon die Voucher drin und sowas. Wir haben im Hotel Santa Fe übernachtet. Das war alles da schon detailliert. Und ich weiß ganz genau, dass ich wirklich jeden Tag an den Schrank gegangen bin und immer geschaut habe, ob diese Unterlagen noch da sind. Die wurden wirklich gehütet wie so ein Schatz. Und ich war praktisch wirklich im siebten Himmel und habe an nichts anderes mehr denken können. Ich war schon wirklich komplett weggebeamt und war komplett schon in dieser Euro-Disney-Bubble und so drin. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch Bekannte, die eine Reise in die USA unternommen haben, um dort Disney World zu besuchen. Und all das hat mich einfach völlig kalt gelassen, weil ich einfach schon zu dem Zeitpunkt in dieser Euro-Disney-Bubble drin war und mich dann hab verrückt machen lassen durch alles, was ich so aufsaugen konnte, wie schon gesagt, aus dem Mickey-Maus-Magazin, aus dem Disney-Club, aus der Disney-Filmparade. Es gab dann irgendwann Pins an den Esso-Tankstellen hier bei uns in Luxemburg zu kaufen. Also wenn ihr irgendwie einen bestimmten Wert an getankt habt, dann habt ihr Pins bekommen von den einzelnen Themenländern schon. Main Street, Frontierland, ich weiß noch genau, wie die aussahen. Hab leider keinen mehr davon. Und dann auf den Disney-Filmen, die so veröffentlicht worden sind, auf VHS-Kassette, kennt ihr ja sicher alle auch, war dann auch die Disneyland-Werbung dann vorne dran. Also es war, also ich bin völlig zugebombt gewesen und konnte überhaupt gar nicht mehr den Zeitpunkt abwarten, dass es dann endlich soweit ist, erstmal der Park eröffnet und dass wir dann auch wirklich schlussendlich dorthin fahren. Ja, dann irgendwann ist es dann natürlich soweit gewesen. Wir haben das Jahr 1992 und ich habe wirklich neben meinem Bett so einen kleinen Kalender gehabt, wo ich jeden Tag abgestrichen habe. Weißt du, also das war wirklich mega cool. Ich war, wie gesagt, völlig paralysiert von diesem Traum, der dann endlich bald in Erfüllung geht.
Und irgendwann kamen dann die neuen Fernsehzeitungen und ich habe dann schon gesehen, dass am 11. April 1992 die Eröffnungsgala live übertragen wird auf der ARD von Thomas Gottschalk. Und das war natürlich dann schon mal so der erste Startschuss in das große Abenteuer Euro Disney, denn es gab dann mal so richtig viel Material zu sehen. Es wurde jedes Themenland in dieser Eröffnungsgala gezeigt. Es gab Stars, die dort aufgetreten sind, auch deutsche Stars sind aufgetreten, zum Beispiel wie Peter Maffay aufgetreten sind, Cher, Tina Turner war da, die Gypsy Kings, ich glaube Gloria Estefan, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Es war auch eine ganz, ganz coole Show. Auch die findet ihr heute auch immer noch bei YouTube, wenn ihr danach mal schaut. Es wurde super lustig Thomas Gottschalk moderiert und das Ganze hat, glaube ich, 2 Stunden oder so gedauert und ging dann darin über, dass dann Michael Eisner, der damalige CEO von der Walt Disney Company, den Park eröffnet hat. Natürlich gab es 1992 dann auch nochmal eine richtige Eröffnung morgens, wo dann halt eben das normale Publikum reingelassen wurde, aber man hat dann trotzdem das Ganze dann auch nochmal fürs Fernsehen so zelebriert. Es waren auch viele Schauspieler dort, Eddie Murphy war da, Michael J. Fox etc., ganz, ganz viele, ich glaube Danny DeVito, alle, die irgendwie so mit Disney so ein bisschen verwachsen waren, waren da. Man hat Szenen aus den Hotels gesehen, es wurde die Eröffnung vom Disneyland Hotel gezeigt, also es war wirklich ein komplett bunter Abend, der sich nur um dieses Euro Disney gedreht hat, und ich habe das zusammen mit meinen Eltern im Fernsehen geguckt und war wirklich wie hypnotisiert und einfach nur mega glücklich und habe, glaube ich, ab dem Zeitpunkt bis zum Juni, bis wir dann tatsächlich selber nach Euro Disney gefahren sind, diese Eröffnungsgala, ich weiß es bestimmt, täglich immer wieder angeschaut. Ja, dann irgendwann war es dann ja soweit und reden wir erstmal nochmal über den 12. April. Es ist der 12. April 1992 und die ersten Tickets wurden ausgegeben, die tatsächlich so aussahen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Das hier ist tatsächlich kein originales Ticket. Dieses Kuvert oder dieser Umschlag mit diesem Ticket, den bekommt ihr, wenn ihr das 25-Jahre-Buch kauft, was es immer noch im Disneyland zu kaufen gibt. Das ist sehr zu empfehlen. Also wenn ihr wirklich Interesse daran habt, wie sich das Disneyland so in den ersten 25 Jahren entwickelt hat, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal an. Ich schau mal gerade, ich habe es auch hier liegen. Das sieht so aus und da ist tatsächlich auch diese Karte mit dabei. Eine mega, mega schöne Erinnerung finde ich daran an den ersten Tag Euro Disney am 12. April 1992. Und das ganze Ding hier, das soll ja jetzt auch noch in Gold nochmal erscheinen. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht jetzt in der nächsten Woche, wenn dann der Geburtstag dann wirklich ist, ob es das dann zu kaufen gibt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ja. Es ist soweit. Wir haben Juni 1992 und es ging dann endlich los ins Euro Disney. Ich glaube, das war der 5. oder 6. Juni. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es war auf jeden Fall von Freitags. Entschuldigung. Von Freitags bis Montags. Und ich weiß, dass wir alle zusammen in einem Auto gesessen haben, was, glaube ich, höchst illegal war. Wir sind über die Grenze gefahren, haben auch Alkohol geschmuggelt zu dem Zeitpunkt. Ich meine, es sind jetzt mittlerweile 30 Jahre her, hat es eh verjährt. Denn Alkohol und Disney, das war ja damals immer noch so ein, ja, das war nicht so, so gerne gesehen. Und meine Mutter hatte halt Geburtstag und meine Eltern waren ja noch ziemlich jung, waren Mitte, Ende 30 und wollten natürlich auch so ein bisschen feiern. Und dann haben sie dann so ein paar Bierdosen mitgeschmuggelt ins Disney oder ins Euro Disneyland, um dann den Geburtstag wenigstens so ein bisschen feiern zu können. Wir saßen sehr beengt in diesem Auto, das weiß ich auch noch, aber erstens natürlich, man muss sich das wegen dem Benzin, dass man sich das teilen kann, die Maut und dieser ganze Stress. Es war auf jeden Fall eine sehr turbulente Fahrt, es war sehr, sehr lustig, wir haben mega viel gelacht, ich kann mich daran noch wie gestern daran erinnern, es war ganz, ganz besonders und ich wusste nur eins, dass ich nur noch wenige Stunden davon entfernt war, dass mein Traum sich endlich erfüllt. Wir sind endlich angekommen, sind in Richtung Hotel gefahren, Hotel Santa Fe. Ich konnte dann diese große Leinwand sehen mit Clint Eastwood vorne drauf. Wir haben geparkt, haben eingecheckt, was gar nicht so einfach war. Es war genauso stressig wie heute. Es war mega, mega voll zu dem Zeitpunkt, weil es war, glaube ich, auch noch das Pfingstwochenende zu dem Zeitpunkt. Von daher hat sich das gerade so gut ergeben, dass wir von Freitags bis Montags gefahren sind. Und ja, es war, wie gesagt, sehr, sehr voll. Und wir haben auch sehr, sehr lange an dieser Rezeption gestanden. Aber es war mir egal, denn ich war endlich dort.
Und das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich in das Hotel Santa Fe gehe, wenn ich vorne an dieser Rezeption stehe und ich tief einatme, habe ich immer noch diesen Geruch wie damals in der Nase. Und wenn ich durch die Hotelflure gehe im Hotel Santa Fe, dann ist es auch immer noch genau so wie 1992. Jetzt ist das natürlich so. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht, dass es noch riecht wie 1992? Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall ist es für mich immer so eine Art Flashback, wenn ich da durchgehe, weil ich mich direkt dann an meine Kindheit zurückerinnert fühle. Naja gut, wir haben jetzt unsere Eintrittskarten bekommen und wir haben auch unsere Zimmerschlüssel bekommen. Es gab damals ja keine Magic-Pässe und so, sondern man hatte Eintrittskarten, diese Papierdinger bekommen und dann auch normale Türschlüssel, die wir von anderen Hotels auch kennen, wo dann einfach nur Santa Fe drauf stand. Und sind dann auf die Zimmer gegangen, mussten da natürlich dann erstmal so ein bisschen schauen, in welchem Häuschen schlafen wir. Es gab wie damals dann auch, wie heute auch solche Pläne, wo man dann genau gesehen hat, in welchem Häuschen man dort schläft. Und wir hatten natürlich Zimmer nebeneinander, es war tatsächlich auch so eine Art Familienzimmer mit einer Zwischentür. Das heißt also, meine Eltern und ihre Freunde konnten sich dann immer wieder sehen durch diese Zwischentür, was natürlich ganz cool war, denn es war ja so, dass meine Mutter ihren Geburtstag gefeiert hat, einen Tag später, und dann haben die dann zusammen bei den Freunden von meinen Eltern gesessen und konnten dann uns schlafen lassen, während die dann noch so ein bisschen gefeiert haben. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann recht zügig fertig gemacht, denn das große Ziel war ja nicht jetzt das Hotel zu begutachten und zu schauen, was dort alles so geht, sondern ich wollte unbedingt in den Disneyland Park, das damals einfach noch Disneyland Paris war, denn es gab ja noch keine Walt Disney Studios, die waren ja noch gar nicht da. Und es war auch nicht so, dass wir zu Fuß gegangen sind, weil heute kann man ja so schön durchs Disney Village und so gehen, hätte man damals auch schon machen können, aber wir mussten natürlich oder wollten mit den Shuttlebussen fahren, das haben wir auch so gemacht, das waren damals diese ikonischen gelben Busse, die man überall gesehen hat mit diesem großen Euro Disney Logo drauf, ganz ganz cool, die sind durch das ganze Resort gefahren und das finde ich total schade, dass die heute nicht mehr so aussehen, heute fallen die ja gar nicht mehr so auf, weil die einfach wie normale Busse aussehen. Na, auf jeden Fall sind wir dann in Richtung Shuttles gegangen, mit dem Shuttle zum Park gefahren und haben dann an der Seite vom Bahnhof geparkt. Nicht geparkt, sondern gehalten und sind ausgestiegen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch noch, dass am Bahnhof an der Seite immer solche großen Silhouetten von den Figuren angebracht waren. Also jemand, der da auch schon damals im Euro Disney unterwegs war, kann sich da bestimmt daran erinnern. Wir sind dann durch die... Es gab ja keine Taschenkontrolle, es gab keine Corona-Sachen oder sonst irgendwas. Also man ist einfach bis zum Eingang vorne durchgegangen. Also daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Es gab also keinen Zwischenstopp. Sind einfach bis zum Eingang vorne durchgegangen. Da war es tatsächlich noch so, dass die dann haben manchmal in deine Tasche reingeschaut, ob du nicht irgendwas dabei hast, wie Glasflaschen oder sowas, was damals auch schon nicht erlaubt war. Aber es war irgendwie viel einfacher als heute. Und wir haben uns dann durchgekämpft bis vorne zum Disneyland Hotel und da, ab dem Zeitpunkt, war es dann tatsächlich schon komplett dann um mich geschehen. Ich hätte am liebsten tatsächlich geheult, denn ich war so glücklich wie noch nie, dass ich mein Ziel endlich erreicht habe und endlich mit meinen eigenen Augen das sehe, was ich schon Jahre zuvor immer wieder dann in meinen verlässlichen Quellen wie dem Mickey Mouse Magazin, dem Disney Club und der Disney Filmparade mitverfolgt habe. Wir sind durch die Drehkreuze, die ja damals noch Drehkreuze waren, gegangen und standen dann an der Main Street Station, sind drunter durchgegangen und ich habe dann das erste Mal in meinem Leben das Schloss gesehen, das Château de la Belle au Bois Dormant, das Dornröschenschloss vom Disneyland Paris. Und das Tolle und was auch immer so ein bisschen emotional ist, ist für mich, also wenn ich darüber nachdenke, ich meine, oft hetze ich jetzt heute einfach in den Park rein, denke da gar nicht mehr viel drüber nach. Aber wenn ich manchmal so bewusst da durchgehe, wie jetzt zum Beispiel vergangenen Mittwoch, wo ich wegen Phantom Manor, wegen dem Haus dorthin gefahren bin, dann stehe ich an diesem Drehkreuz und gehe dort rein oder an diesem Eingang, gehe unter der Main Street Station durch und schaue aufs Schloss und denke mir, genau diesen Blick, den hattest du 1992 auch und der hat sich nie geändert, denn es wurde da ja nichts weggerissen oder neu gebaut oder so. Ja, es wurde renoviert, immer wieder dann mal neu aufgehübscht oder modernisiert, aber es fühlt sich für mich immer noch ganz genauso an wie 1992. Und wenn ich mir die Bilder anschaue von 1992, diese Filmschnipsel, die ich so habe,
dann ist es echt tatsächlich krass zu überlegen, dass das Ganze wirklich schon 30 Jahre lang her ist. Und genau das ist auch das, was das Disneyland Paris für mich so ausmacht und warum es mir so ans Herz gewachsen ist. Denn es ist für mich immer noch ein Stück Kindheit. Sobald ich dort bin und sobald ich dann auch mal ein bisschen Zeit habe und dann auch bewusster dort bin vielleicht, weil es gibt so viele Ausflüge wie die letzten, da hat man viel Stress, hetzt von einem Punkt zum anderen Punkt, möchte filmen, möchte so viel wie möglich natürlich sehen. Aber wenn ich dort bewusst unterwegs bin, dann habe ich tatsächlich so ganz oft die melancholischen Momente, wo ich denke, ey, das ist so total krass, du kennst hier wirklich jeden Stein, du kennst hier jeden Weg und das alles seit mittlerweile 30 Jahren und das gehört einfach zu mir. Und eine der meistgestellten Fragen, die ich in Q&As und sowas immer beantworten muss, ist, warum fährst du nicht mal nach Disney World? Warum bist du nicht im Disneyland Resort gewesen? Was ist mit den asiatischen Parks? Ja, irgendwann wird das sicher mal soweit sein und dann werde ich auch mal in die Staaten fliegen oder auch wahrscheinlich mal nach Asien. Aber das ist gar nicht so mein Ziel. Ich möchte mich gar nicht als den verrückten Disney-Fan beschreiben, der wirklich da alles machen muss, sondern für mich geht es ums Euro-Disney, für mich geht es ums Disneyland Paris. Das ist mein Ding, das ist mein Park. Ich muss nicht so viel wie möglich gesehen haben, ich muss nicht alles Mögliche gemacht haben und ich muss auch nicht genau wissen, wer der Schwippschwager von Walt Disney war und was der alles so genau gemacht hat. Und Sachen, die ich euch vielleicht hier wiedergebe, sind vielleicht auch nicht immer zu 100% richtig, weil ich irgendwie was vergesse oder vielleicht auch mal was verwechsel. Aber es ist das, was halt mich ausmacht oder was mein Verhältnis zum Disneyland Paris ausmacht. Und das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich habe schon ganz oft, auch wenn sich das jetzt total blöd wahrscheinlich anhört, gedacht, okay, wenn ich jetzt in einen anderen Disneyland Park fahre, dann habe ich so ein bisschen Angst, genau davon etwas zu verlieren, von dem, was ich jetzt so 30 Jahre lang in mir trage. Dass ich vielleicht auch dann mit den Augen sehe, denke, okay, komm, das ist jetzt in Orlando oder in Anaheim viel, viel besser, als jetzt es im Disneyland Paris ist. Ich kenne nur das Disneyland Paris und ich liebe es halt eben. Und ja, es ist ein bisschen seltsam, aber vielleicht kann der ein oder andere genau das nachvollziehen, was ich da jetzt gerade erzählt habe. Und es ist so eine ganz besondere Bindung und ich finde, das ist so etwas, was mir ganz oft, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei Instagram oder so auffällt. Disney ist nicht nur bunte Bilder und Disney ist nicht nur, ich muss alles gemacht haben, ich muss alles haben und ich muss alles, was weiß ich, sondern Disney ist einfach auch so ein bisschen Leidenschaft und diesen Spirit, dieses Ganze, was ich euch da gerade erzählt habe, ist ja für jede Person auch nochmal anders. Jeder fasst das anders auf und jeder hat das auch anders in seiner Kindheit oder in seiner Jugendzeit oder vielleicht auch in der Erwachsenenzeit anders erlebt. Viele Leute kommen erst später zum Disneyland Paris und fangen das an zu lieben, was total cool ist und wo ich mich auch immer total freue, wenn Leute da noch so eine Leidenschaft entwickeln können. Aber für mich persönlich ist es halt eben ein Teil von mir und das Disneyland Paris ist definitiv ein Teil von mir. Und das wird auch immer so bleiben. Auch wenn ich mal Phasen hatte, Jahre, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt absolut gar keine Lust, dorthin zu fahren, weil ich was anderes habe lieber gemacht. Ich bin immer wieder zurückgekommen und ich kritisiere das Disneyland Paris auch sehr, sehr viel. Das weiß ich auch und das schreibt ihr ja auch manchmal in die Kommentare. Aber das finde ich auch wichtig, denn wenn man irgendetwas liebt oder wenn man irgendetwas gerne macht, dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, okay, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und auch wenn man in einer Beziehung ist oder so, dann streitet man sich mal und dann diskutiert man auch. Und man ist nicht immer einer Meinung. Und ich finde, das ist auch hier bei der Sache ganz, ganz wichtig, auch wenn das eigentlich ein ziemlich belangloses Thema ist, über das wir hier gerade sprechen. Aber für mich und mein Leben oder meine Familie ist es halt eben doch ein ganz, ganz großer Teil. Und das gehört einfach zu uns. Ja, ich glaube, dass ich jetzt die letzten 2, 3, 4 Minuten habe ich ein bisschen kryptisch geredet, aber ich denke, viele, denen es genauso geht wie mir, werden das verstanden haben, was ich damit meinte. Und ja, es geht aber jetzt weiter darum, um die Erinnerungen, die ich an 1992 habe, bevor ich jetzt hier komplett melancholisch werde. Wir waren dann endlich da und ich habe das Schloss mit eigenen Augen gesehen, wie ich eben gesagt habe, wir haben sehr, sehr viel erlebt, wir haben sehr, sehr schöne Tage dort gehabt, wir haben auch einen Tag gehabt, das war der Sonntag, das war der Tag, an dem meine Mutter dann Geburtstag hatte, glaube ich, da sind wir dann mal nach Paris reingefahren, ich habe dann auch mal den Eiffelturm gesehen, den Triumphbogen etc., auch das war etwas ganz Besonderes, also diese 4 Tage waren auf jeden Fall ein wahr gewordener Traum, der sich dann zu dem Zeitpunkt dann wahr gemacht hat und sich dann
dann in den folgenden Jahren immer nochmal wiederholt und gesteigert hat. Aber ja, es war halt der erste Besuch und ich glaube einfach, dass da wirklich, es ist am besten, wenn ihr das Video anschaut, weil da erzähle ich dazu einfach dann nochmal ein bisschen mehr und es macht jetzt einfach auch keinen Sinn, jetzt da komplett dieses ganze Video da nochmal aufzurollen. Habe ich denn noch irgendwelche Dinge von 1992? Das ist vielleicht noch interessant. Und ja, ich habe jetzt zwei Sachen jetzt mal auf die Schnelle gefunden. Ich habe noch ein bisschen mehr. Damals hatte ich so einen Koffer, das weiß ich noch genau. Da war vorne so eine Ziege drauf. Da stand dann noch null Bock. Das sollte lustig sein. Also in den 80ern, 90ern war das witzig. Und da habe ich dann wirklich alles drin gehortet, was ich so gefunden habe. Ich habe wirklich jedes Zuckerpäckchen, ob es jetzt Strohhelme waren, überall, wo irgendwie Euro Disney drauf stand, das habe ich alles gesammelt. Servietten und die Parkpläne, auch diese ganzen Reisekataloge, die man damals in den Reisebüros bekommen hat, aber zwei Dinge habe ich noch, und zwar habe ich einmal das hier, das ist tatsächlich noch aus dem Jahr 1992, das ist ein Briefmarkenset, so, und da seht ihr hier Mickey drauf, und wenn man das aufklappt, seht ihr Briefmarken, und es sind nur noch 5 Briefmarken, es waren mal 6, wir haben hier Cinderella, die 7 Zwerge, Alice, Bambi und, was ist es? Peter Pan. Und hier war eine Pinocchio-Briefmarke. Aber ich weiß noch, dass ich im Jahr 1992 hatte ich wie so eine Studentin, die Nachhilfe gegeben hat. Und ich habe dann dort Nachhilfe in Englisch bekommen. Und ich war in die immer so ein bisschen verliebt. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich ihr versprochen, dass ich ihr eine von meinen Briefmarken schenke. Und sie durfte sich eine aussuchen und hat sich dann für Pinocchio entschieden. Ja, von daher fehlt Pinocchio. Ist natürlich so ein bisschen schade, dass es nicht mehr komplett ist, aber alleine diese Tatsache, weil ich das auch wieder mit einer Geschichte verbinden kann, ist es dann schon wieder irgendwie so ein bisschen cool. Ja, das ist das Briefmarkenset. Und dann haben wir hier auch noch das Souvenirbuch, was ja einige von euch sicher auch haben. Das habe ich damals gekauft bekommen von meinen Eltern im Park direkt. Das weiß ich noch, wir haben es gekauft in der Sir Mickey, Boutique Sir Mickey, also direkt neben dem Karussell de Lancelot im Fantasyland, da gab es das. Und das ist tatsächlich auf Deutsch und hier oben seht ihr dann so ein bisschen so einen Fleck. Da war dann so eine kleine deutsche Flagge. Da sind auch ganz, ganz viele Sachen drin. Ihr seht hier nochmal das Resort. Ganz interessant eigentlich mal diese Bilder hier zu sehen, weil hier ja noch gar kein Studiopark ist. Also der ist ja jetzt hier. Also da sehen wir jetzt die Walt Disney Studios. Und hier seht ihr noch das Disney Village, was ja jetzt auch umgebaut wird. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und das hieß damals ja noch Festival Disney. Und ja, in dem Buch geht es dann so ein bisschen auch um die Geschichte. Hier haben wir nochmal das Logo über die Geschichte von Walt Disney und auch über die Entstehungsgeschichte, können wir sehen, MGM Studios, also einzelne Bauphasen vom Euro Disney Resort bis hin zur Eröffnung und dann natürlich auch jedes einzelne Themenland dann nochmal erklärt. Also ziemlich, ziemlich cool. Viele Sachen haben sich ja nicht geändert, wie zum Beispiel hier sehen wir noch ein bisschen was von It's a Small World. Eine ganz besondere Erinnerung, es hat 105 Franc gekostet, französische Franc, habe ich mal ausgerechnet, wären heute ungefähr so 20 Euro, 15, 20 Euro, also war damals schon nicht so ganz billig. Ja, das war mein Besuch 1992 und meine Erinnerungen an eine ganz besondere Zeit, an die Anfang der 90er. Und ich würde es gerne von euch einfach mal wissen. Was sind eure ersten Erinnerungen an Euro Disney oder ans Disneyland Paris? Wann ist euer erster Besuch gewesen? Wann habt ihr das erste Mal das Schloss gesehen? Habt ihr vor, jetzt vielleicht erstmal zu fahren? Habt ihr jetzt vielleicht Inspiration hier gesucht und seid deswegen auf diesem Kanal, dass ihr vorhabt, nach Disneyland zu fahren? Habt ihr noch Souvenirs von Euro Disney? Also schreibt euch alles mal gerne von der Seele, was euch so zu diesem Thema einfällt. Finde ich sehr interessant und ja, ich bin immer noch overhyped, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer wieder, wenn ich darüber rede, könnte ich jetzt stundenlang darüber weiterreden, auch über die weiteren Besuche 1993, 1994, 95 und so, aber das würde das Ganze jetzt hier einfach sprengen und einfach auch zu uninteressant machen, denke ich mal. Von daher reicht 1990 bis 92 jetzt erstmal aus, denke ich. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, denn da bin ich immer sehr, sehr offen und freue mich immer über sehr, sehr viel Feedback von euch. Ja,
Das soll es jetzt auch gewesen sein mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Denn ja, es soll noch sehr, sehr viel kommen. Es gibt noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Es gibt noch sehr, sehr viele Parks zu zeigen, denn es gibt ja nicht nur das Disneyland Paris, denn es kommen noch so viele andere Sachen. Und ja. Das hier soll aber jetzt im Zeichen von Euro Disney stehen und im Disneyland Paris. Und in einer Woche, wie gesagt, ist der Geburtstag. Und da lassen wir es so richtig krachen. Und bis dahin sage ich euch jetzt, bye bye.